Guten Abend. Einen schönen Abend wünsche ich euch. Heute ist wieder mal so ein Wochenrückblick. Wochenrückblick. Ich habe jetzt echt überlegt, die Tage, ob wir das irgendwie anders benennen müssen, diese Sendung. Ja, weil da Eigentlich ist es ja viel mehr. Ja. Ja. Ich finde auch manchmal recht interessant, muss ich gestehen. Ja, wir machen Aber ja es hat auch, immer, bringen ja also auch ich meine. immer bestimmte Themen mit rein, die uns begegnet sind im Laufe der Woche. Ja. Ja, vielleicht benennen wir. Vielleicht kann man sich darunter wenig vorstellen, was wir gerade Genau, tun. vielleicht Vielleicht nennen wir darunter. das mal um. Ja. Vielleicht Wochengespräch oder so. Wochengespräch, weiß ich nicht, bla bla Ja, bla. finde Ich ich habe echt besser. keine, ja, Wochengespräch keine finde ich Ahnung. gut. Ne? Ein wöchentliches, ich muss nochmal überlegen. Ja, gut. Ja, was war diese Woche? Wir waren sehr erstaunt über die Rückmeldungen bezüglich unseres Medischen medischen Studienkreises. Studienkreises, ja. Ja, habe ich mich sehr mit, also ich habe ich habe gestern einem lieben Freund, der wollte was wissen oder was ausgetestet haben. Ich glaube, es war gestern, weil ich vergesse echt die Zeit inzwischen, weiß ich auch nicht mehr, wann was passiert. Dem habe ich dann geschrieben, soll mich bitte ruhig daran erinnern, weil im Moment artet das hier in Arbeit aus. Habe ich gesagt. Und er hat es persönlich aufgefasst. Er hat gesagt, er nervt mich jetzt so sehr, dass das in Arbeit ist. Oh Es war je. überhaupt nicht gemeint. Also, er hat es Ja. nicht persönlich genommen. Er ist ja ein ganz feiner Kerl. Von daher spielt es keine Rolle. Ja. Und hat so gesagt, Entschuldigung. Ich habe gesagt, nein. Also, aufgrund dessen, dass das hier gerade tatsächlich mehr Raum einnimmt, als ich das jemals erwartet Der hätte am Anfang Studienkreis. der Studienkreis. Ja. Die Druckerei, ich hab wirklich 3 Stunden, 4 Stunden versucht, das hoch, also nicht hochzuladen, das war nicht das Problem, aber es war halt immer wieder fehlerhaft hier und fehlerhaft da. Deswegen habe ich dir gesagt, mach mal es mal anders mit der Seite und so, verstehst du? Das andere Formatierungen und, aber egal, ich müsste es halt alles und Ja. nein, immer gesagt, nein, nein, also ich bin ja froh, auch dass es im Endeffekt in Arbeit ausartet. Ich hatte es noch nicht erwartet und ich habe im Moment relativ wenig Zeit dafür für was anderes. Aber ich bemühe mich natürlich immer noch irgendwie Ja. alle Aber wenn das Angstsachen erstmal so geregelt zu anläuft, kriegen. dann Das ist alles geht's gut. Ich leichter, habe es halt denke jetzt ich. also wirklich, glaube ich, auch schön, schön machen lassen, Ja, schön sieht sehr drucken schön aus. lassen. Ja. Musste halt immer gucken, weil die hatten dann zum Beispiel eine Druckvorlage, hatten sie gemeint, ja, das schick halt ein mit Maßen 426 mal 303 Millimeter. Ich bin ja gelernter technischer Zeichner. Ich weiß, das ist Off-Maß, also das ist kein A-Maß. Und dann musst du das halt erstmal einstellen irgendwie. Beschnittzugabe 3 mm, 5 mm vom Rand hast du nicht gesehen und so. Und dann halt auf A3 im Endeffekt, weil es ja eine Doppelseite. Ja. Und Da können wir froh sein, dass du das mal gelernt dann hast. habe ich das ja, naja, nee, es war ziemlich aufwendig und das hatte mit technischen Zeichnungen nichts zu tun. Denn solche Programme habe ich ja auch nicht. Und ich gesagt, okay, aber als ich es dann hochladen wollte, also ich habe es extra alles nochmal auseinandergenommen, ne, in einen Innenteil und einen Außenteil geteilt. Du musst natürlich dann auch gucken, was ist denn dann wo, verstehst du? Ja. Und dann ließ sich das nicht, also es ließ sich hochladen, auch 2 Dateien, und dann hat er mir das aber nur als 18 Seiten gezählt. Und ich sagte, nein, das ist doch extra eine Doppelseite, das wolltet ihr doch so. Dann nimmst du doch auch als Doppelseite, ne, weil es sind halt 4 Seiten und ich kann 18 nicht wählen. Das nimmt der nicht an. Kann ich nicht zum Druck schicken. Ich kann nur 20 Seiten zum Druck schicken, wenn ich 20 Seiten bestellt habe. Oder 16, aber nicht 18. Und dann habe ich da angerufen, und gesagt, ich sag mal, wieso? Verstehe ich nicht. Und dann sagt sie, nee, nee, mach mal ruhig als eine Datei, ne? Wir nehmen dann einfach die Vorderseite ist die Vorderseite und die nächste Seite ist dann halt die Innenseite, die nächste Seite ist die Innenseite, weißt du, und so. Da habe ich gesagt, das hätte mir jetzt 3 Stunden Arbeit gespart, muss ich ehrlich sagen. Ja, die Ja. Information, warum macht ihr es dann vorher bitte diese Druckdatei erstellen? Ja, können Sie auch machen, eine professionelle Druckdatei erstellen, super, aber wir würden es auch so annehmen. Ja, das ist ja komm. Naja, Nein. jedenfalls, es war dann halt, und es musste halt Seiten einführen, fügen irgendwo, damit es schön aussieht. Das Inhaltsverzeichnis hat man gerne da, wenn man aufschlägt und nicht da, weißt du Ja. so. Da habe ich mich dann so ein bisschen an meine Bachelorarbeit zurückerinnert, wie man das alles so gestalten musste. Ja, hat Raum eingenommen, ist aber sehr schön geworden und ich freue mich total über die Resonanz. Wir sind also, ich glaube, es wird sich so ergeben, dass wir tatsächlich bei den Österreichern zum Beispiel sagen müssen, ja, dann treffen wir uns halt im Mühlviertel. Ne? Zum Beispiel da in der Gaststätte, wo wir immer waren, bei dem Mühlviertel, finde ich super, kann ich mir gut vorstellen, dann treffen wir uns halt im Mühlviertel. Und bei den Schweizern müssen wir uns was überlegen, weil ich glaube, dass das irgendwie,
Also wir kriegen eh nicht alle hier unter, ehrlich gesagt. Nein. So auf so einem Treffen. Es kommen jetzt auch nicht alle so beim ersten Treffen. Also ich denke, das wird sich einspielen. Also wir haben das erste Treffen auch datiert. Das erste Treffen ist im August. Mhm. Also der Studienkreis weiß ja dann schon Bescheid, wann das ist. Also haben wir auch noch die Woche quasi uns organisiert. Unsere Termine mussten wir alles ein bisschen umorganisieren. Ja, genau. Ich hoffe halt, also das zweite weiß ich auch schon, wann es sein wird im September. Okay. Und wir müssen halt ein bisschen umschaufeln jetzt. Ja. Ne? Aber wir sind ja flexibel und denken ja relativ flott. Das kriegen wir hin, würde ich sagen. Ja, ja, ich habe auch schon den zweiten Studienbrief geschrieben. Vom Text her ist er fertig. Ich bin froh, dass dann ein Simon oder eine Luisa da sind, die das Ganze setzen können, weil ich kann nur tippen. Ich kann nur Texte tippen. Wie die dann aussehen, das ist dann eine andere Sache. Nee, es geht ja nicht so sehr ums Aussehen, es geht halt einfach wie nimmt die Druckerei das an? Ja. Ne? Weil wir sagen, du kannst natürlich das auch von denen alles machen lassen, aber da bin ich ja nicht der Typ für. Ich mache das ja dann selber. Ne? Und, ja, dann habt ihr auch gleich noch eine Einladung schreiben gestartet. Genau, wir haben das nächste gemacht. Das nächste, was mich halt sehr, sehr erfreut hat, dass das klappt. Das finde ich schon irgendwie gut, ist, wir haben quasi ein Open Air organisiert. Also ein Ich muss die Geschichte anders erzählen. Erzähl sie mal anders. Ja, ich muss sie anders erzählen. Ja. Wir haben also eine ganz liebe Anfrage bekommen von der Valentina Barbour und ich kannte sie nicht, muss ich gestehen. Bin da aber in der Szene wahrscheinlich auch echt nicht unterwegs. Wenn ich euch gleich sage, mit wem sie gespielt hat, den kennt dann wiederum jeder, sogar ich. Also ob wir uns vorstellen können, eine klavierbegleitete Lesung zu machen oder so. Sie wäre Musiker und dann hat sie mir mal ein paar Links geschickt, Musikerin. Und sie ist aber jetzt öffentlich, würde sie nicht mehr auftreten, weil sie hat eine Anfrage von einem Magazin bekommen, ob sie sich vorstellen kann, an einer Sendung teilzunehmen mit dem Hintergrund Stars so ungefähr, die die Seite gewechselt haben, also die jetzt komische Verschwörungstheorien anhängen und Querdenker sind und so. Also so haben die das angefragt. Und der Originaltext ist an Arroganz nicht mehr zu erkennen. Ich habe es mal erzählt. Aber auf jeden Fall, solche Dinge sind ihr dann halt begegnet und weil sie wollte halt das alles nicht mitmachen. Mhm. Und jetzt dürfen wir mit Valentina einen ganz wunderbaren Tag gestalten. Tag. 2 Uhr fängt es an. Genau, sie kommt also quasi mit ihrem, sie sagt, sie hat ein E-Piano in guter Qualität, das glaube ich ihr. Also wer nicht, das nicht weiß, wer das ist, ihr dürft das gerne mal googeln. Ist mit 8 Jahren, also eine Wahnsinns-Story, also finde ich, die ist mit 8 Jahren hat sie ihre ersten Solo-Auftritte gehabt. Mit, weiß ich nicht, 15 hat sie in Salzburg in einer Musikakademie ein Stipendium gehabt. Und also einfach nur Hochbegabtenförderung. Ja. Und hast du nicht gesehen? Also so ein junges Klaviergenie, würde man sagen. Sie ist da sehr bescheiden und sie weigert sich, als ich geschrieben habe, ein Star kommt zu uns, um Gottes Willen. Aber David Garrett hat über sie gesagt, also der Geiger, und hat mit ihr zusammengespielt ein Album gemacht, hat gesagt, sie kann alles spielen, alles. Und sie freut sich halt sehr darauf, glaube ich, zu improvisieren, zu Naturklängen. Ja, also so ist das, ist so das, was ich so... Es wird draußen also man stattfinden, sieht, wir hoffen, dass es einfach spielt mitspielt. Und das integriert. Es ist 19. August. 19. August, 50 Menschen, mehr geht nicht, mehr kriegen wir Open Air nicht hin, weil wir müssen natürlich zur Not dafür sorgen, dass wir das auch irgendwie im Regen alles gebacken kriegen. Aber dann haben wir uns natürlich gedacht, willst du mich gerade unterbrechen oder du darfst gerne? Wir haben uns gedacht, wir machen mehr, also wir machen die Lesung. Du machst noch eine Lesung dazu. Wir haben das Ganze ja genannt, vedisch angeklungen. Ja. Also wir wollen uns in eine Schwingung hineinbegeben mit Valentina, mit deiner Lesung zusammen. Und, und du machst dann eine Videoshow. Ein Video-Dia vor. Ich muss mir mal gucken, wie ich es mache und wo wir es machen. Ich werde mir eine kleine PA mieten müssen, vielleicht auch eine Leinwand. Und mal gucken, wie wir es gestalten. Wird geil, auf jeden Fall. Vielleicht auch begleitet von Valentina nochmal oder sowas. Eine Dia-Show.
zum Thema Landsitze in Russland, Landsitze auch, was habe ich für Erfahrungen gemacht, wie ist es da schon, ja. Alles dieses Thema, einfach mal so eine Stunde, so ein Dia-Vortrag, mal gucken. Zu dem, also von Vetrussien. Über Vetrussien, da habe ich halt Bilder, also private Bilder, die darf ich zeigen, sind meine. Ja. Und dementsprechend ist sowas. Und da, man kommt ja ins Quatschen, ihr kennt das ja vielleicht von mir. Ja. Wer mich mal auf dem Vortrag gesehen hat, weiß, wie das dann ungefähr ablaufen wird. Also wir erzählen über Landsitzsiedlungen, über das Vedische, das, was da im Moment alles entsteht. Und immer wieder Musik. Und immer wahrscheinlich, immer mal, wir gucken mal, wie wir es gestalten. Wir haben 5 Stunden eingeplant für das Ganze, so 14 Uhr bis 19 Uhr. Ja. Es wird Kleinigkeiten zu essen geben. Ja, also Kleinigkeiten, wirklich Häppchen. Also 5 ist es nach dem Mittagessen startet es und vor dem Abendessen hören wir auf. Also das kriegt man hin. Ne? Und wer halt die örtliche Gastronomie unterstützen will, wollen, super. Und wir werden das Ganze irgendwie, also es hat mich auch deswegen beschäftigt, weil das ist natürlich nicht nur 3 Menschen irgendwie organisieren, sondern es ist, ich kann hier nicht 50 Fahrzeuge hinstellen. Das heißt, wir müssen wirklich uns Punkte überlegen und Hoteliers am besten überlegen, wo wir euch einsammeln, zu welchem Zeitpunkt. Ich mache dann den Shuttle und so, dass wir das irgendwie gebacken kriegen. Das wäre also gut, wenn wir das hinkriegen. Ansonsten endet das im Chaos. Das wäre schlecht. Yeah. Das mag ich nicht. Ja, ich freue mich sehr drauf. Total super. Yeah. Und war ich auch sehr kurzfristig jetzt organisiert. Ja. Ich hoffe halt, dass wir es hinkriegen. 50 Menschen dürfen teilnehmen. Yeah. Wir wollen 50 Euro haben. 19.08. E-Mail an uns. Auf der Homepage steht die Adresse, steht auch das Ding beschrieben. Und dann kann man daran teilhaben. Ich freue mich da sehr drauf, finde total super. Also wirklich, ich glaube, und ich habe ja immer gesagt, die ganze Zeit habe ich gesagt, das war ja das Schöne daran. Ich weiß nicht, wie, müssen wir mal zurückgucken in den Sendungen, wann ich es das erste Mal erwähnt habe, dass ich gerne wieder Kultur schaffen würde, dass ich gerne wieder mehr, weil Kultur erschafft ja die neue Zivilisation. So, genau. Das ist die Theorie. Ja, also nicht, das ist keine Theorie, das ist so. Ja. Ist immer eine schwierige Aussage, das ist so. Aber also laut Lazarev würde die Kultur dafür sorgen, dass eine neue, also eine neue Zivilisation kann nur aus einer Kultur entstehen. Ja. Und diese Kultur zu schaffen, habe ich gedacht, boah, ich bin ja jetzt echt nur Rockmusiker irgendwie. Ne? Als Valentina angefragt habe, habe ich irgendwann gesagt, naja, du, keine Ahnung, ich habe erstens einen kleinen Klavier, ich kann dir mal einen Bass geben, wenn, so ungefähr. Und dann musste sie lachen. Und was soll ich denn damit? Ne? Also, es ist eine, die hat ja wirklich Publikum. Weltstar. auf jeden Fall, googelt sie bitte, es ist wirklich unglaublich. Also mein E-Bass wollte sie dann nicht spielen. Ja. Und jetzt müssen wir quasi das E-Piano und so, und ich muss mir da ein bisschen was überlegen, aber das kriege ich hin. Dafür bin ich Musiker genug. Ich habe selber sehr viele Konzerte gespielt als Jugendlicher, als junger Mann. Ich weiß, wie das geht. Das kriegen wir hin. Das kriegen wir hin. Ich war zwar nicht der Roadie hinten dran irgendwie, aber schöne Karriere gehabt in der Jugend. Sehr schöne Zeit. Und das wollte ich immer wieder machen. Kultur schaffen. So auch mit dem Film, den wir ja immer noch andenken. Das heißt andenken, wird schon noch machen. Oder auch jetzt meine wegen der Kongress. Hat sich ja zumindest gemeldet. Er will, es kommt demnächst dazu, sich das durchzulegen. Frank? Ja. Ja. Mhm. Und oder nächstes Jahr der Kongress. Einfach solche Dinge mehr zu machen. Ja, einfach mehr für das Neue, für die neue Zivilisation zu tun. Aufgeklärt haben wir ja auch irgendwie ganz viel. Und bei uns kommen wir ja auch immer weiter, sodass es Gestalt annimmt. Das können wir uns dann noch vielleicht noch mal anderen Projekten zu widmen. Ja. Yeah. Wie auch immer. Wie auch immer. Ich habe den Wunsch per E-Mail bekommen, dass wir uns wieder mehr ausreden lassen sollen, gegenseitig. aber gar nicht böse, sondern man weiß halt, wir sind dann im Gespräch und wir wissen ja, was gemeint ist und reden dann den Satz nicht zu Ende. Dafür bin speziell ich bekannt, muss ich gestehen. Ich werde versuchen, darauf zu achten. Weil man manchmal diesem Gedanken sonst nicht folgen kann. Es wird aber nicht angezweifelt, dass wir den korrekt zu Ende führen, nur man würde gerne verstehen, worauf ich hinaus wollte. Und ich muss dann mir wieder angewöhnen, den Satz zu Ende zu sprechen. Ja. Das tut mir total leid, wenn das passiert. Dann bin ich im Eifer. Ja. Ja, das passiert.
Also da freue ich mich sehr, sehr drauf, dass das also ihr seht, wir haben eine sehr arbeitsreiche Woche hinter uns. Unglaublich. Organisatorisch. Also auch nicht nur, ich habe ja nebenbei noch eben den Baum zerlegt und ich habe nebenbei noch eben, weißt du, also aber es war sehr positiv. Ja, das habe ich auch. Also ich habe diese Woche relativ viel draußen gemacht. Bei mir sind das so Sachen, die man nicht unbedingt wahrnimmt. Aber unsere Blumenbeete waren fast überwuchert. So schön, wie sie aussahen, die vergisst man nicht im Frühling. Ja, umso schlimmer war es jetzt. Die waren also inzwischen so hoch, haben alles überwuchert. Eine Rose ist mir kaputt gegangen, weil sie kein Licht mehr bekommen hat davon. Und als ich die dann rausgemacht habe, habe ich eine interessante Entdeckung gemacht. Diese ganzen Samenstände, die blieben an meinem Kleid hängen, und zwar voll mit Samenständen, mit Widerhaken, weißt du, das kennst du ja so. Ne? Ich war von oben bis unten voll und habe gedacht, meine Güte, das ist aber eine Arbeit, das da wieder abzukriegen. Ja, hatte mich dann zwischendurch hingesetzt, hat angefangen zu zupfen. Zwecklos, ja, dann brauchte ich nicht weitermachen. Ich war voll, ich war übersät mit Samenrückständen. Und ich bin dann einfach, habe dann einfach aufgegeben und bin dann weiter damit rumgelaufen und habe dann festgestellt, nach 2 Stunden oder 3 Stunden, als sie ganz trocken waren, fielen die von sich aus ab. Mhm. Alle. Als sie so angetrocknet waren. Mhm. Ja. Wieder eine neue Entdeckung gemacht. Gibt es ja ganz häufig, musste ich gerade an die Pfalz denken, so dieses Kastanien sammeln war da ja Tradition. Ne? Ich glaube, es machen die wenigsten nur noch, aber das sind natürlich die schönen Esskastanien, Riesenbäume, Pfalz, sehr schöne Gegend, füllende Laubbäume, schöne Laubwälder. Yeah. Und wenn du da aufgewachsen bist, dann wusstest du genau, wie das geht. Also wie man die anritzt, bevor man die in den Backofen tut oder so. Und dass die einfach quasi von alleine auseinanderfallen nachher. Und wenn du das halt nicht kannst, dann mühst du dir einen ab, diese Schale da abzukriegen. Da kriegst du quasi von der Nuss kaum noch was raus, irgendwie von der Kastanie, weil das alles abmatscht, weil du es einfach nicht drauf hast, diese Schale abzumachen. Ah, ja. Ich glaube, das geht Franzosen auch so, wenn sie irgendwie Muscheln essen oder keine. Also ich glaube, man muss manche Dinge einfach können oder wissen, wie es geht. Und wenn man das also am nächsten Mal cool. Nur verfänge ich das Kleid anschließend da draußen, dann fällt das alles runter irgendwann. Ja. Ja, das war, aber es war richtig Arbeit, das da rauszumachen. Ich glaube, so lange warte ich nicht mehr. Und ich bin auch im Augenblick fast bei mir ein bisschen überfordert in meinem hinteren Bereich des Gartens, die Herr zu werden der ganzen, des ganzen Farns. Der überwuchert mir alles. Ja. Und auch da bleibt nicht mehr viel übrig von den Pflanzen, die ich da mühevoll gesetzt habe, weil der Farn alles überwuchert. Und der geht so schlecht raus, der sieht so, die Wurzeln sitzen so fest drin im Boden. Könnte man den nicht einfach erstmal mit dem Trimmer da wegmachen oder so? Ja, aber es bringt dir doch nichts, dann machst du das andere ja auch kaputt, was eigentlich... Dazwischen, ach so ist es gleich, das dazwischen ist alles. Ja, okay. Ja, kannst du nicht. Also per Hand ziehen. Geht nur, aber nee, ziehen reicht nicht. Du musst wirklich ausgraben, musst du die. Musst du die Kinder dran setzen. Na, das können die nicht. Ich bin damit überfordert. Da sitzen manche. Also ich habe einer, der hat mir die Treppe so ein Stück hochgehoben mit den Wurzeln. Da habe ich wirklich gestanden mit der Spitzhacke und habe den rausgehauen. Also die Wurzeln sind irre von diesen Alten, wenn die ein gewisses Alter haben. Der Farn. Also ich mache gerade meine Erfahrung mit dem, mein Kampf mit dem Farn. Mein Kampf mit dem Farn. Wird das ein Buch werden? Nein. Nein. Nein, aber das sind so Erfahrungen, die man macht. Ich würde echt gerne auch noch mehr gerne helfen. Ich habe nur echt. Nein, du hast ich keine gestern, Zeit. Luisa hat gestern gesagt, du hast schon lange keine Sendung mehr gemacht hier von wegen, wie geht's mir? Also mein Krankheitstagebuch sozusagen, mein Gesundungsbuch. Ja.
Stimmt, nehme ich mir die ganze Zeit vor, ich komme nicht dazu. Ich will die ganze Zeit einen Podcast machen mit dem Peter aus, mit dem Österreicher, Peter Retten. Warte, ich gucke dir nach. Ich hatte es jetzt Kronbichler. Okay. Peter Kronbichler. Ja. Dem habe ich gesagt, komm, da müssen wir mal 4 Stunden, 5 Stunden am Stück aufnehmen. Irgendwie, dann können wir da erstmal vier Sendungen draus machen, irgendwie Podcast. Mhm. Bin ich super, ich komme nur nicht dazu. Mhm. Ich würde sogar die ganze Zeit meinen Vater anrufen, ich krieg's nicht hin. Echt der Hammer. Also Zeit ist echt der Hammer, es ist viel, es ist einfach viel Grad, aber ja gut, kriegt man wieder hin. Ne? Wir wollen ja bald in den Urlaub fahren. Wir haben noch was gemacht, wir haben wie versprochen im Endeffekt die neuen Themen irgendwie kreiert. Mhm. Die habe ich heute auf die Homepage, wenn ich auf die Homepage noch nicht, also sie kommen jetzt auch in den Kalender rein, wir haben ja immer einen Kalender auf der Homepage, ich versuche den aktuell zu halten, sodass man wirklich weiß, was passiert die Woche, inklusive Sendungen, Veranstaltungen, Seminare, alles so auf einen Blick, den Monat und den habe ich jetzt schon lange nicht mehr aktualisiert, aber ich habe wir haben einen neuen Vortrag drin. Das weiß ich noch gar nicht. Doch, habe ich dich ja gefragt. Am 16. September, glaube ich. 16. September, wenn ich mich nicht erinnere. Ja. Ich gucke nach. Aber ich habe es noch nicht eingetragen. Das weiß ich. Der ist in Erzhausen. Wo ist das? Ich meine bei Darmstadt. Ah. 16. September, Erzhausen, ich meine bei Darmstadt. Das ist eine ordentliche Strecke. Das ist eine ordentliche Strecke, ist im Haus der Pyramiden. Ist irgendwo verlinkt, müsst ihr euch anmelden. Also der steht schon bei uns im Kalender. Und dann haben wir die neuen Themen kreiert. Mhm. Also nächste Woche Montag, also die kommende Sendung nach der Sonntagssendung ist vom Wesen der Zeit. Mhm. Das ist eine Wunschsendung auch gewesen, glaube ich, jetzt sogar von Dr. Schamfuß, glaube ich. Wie heißt sie, Doktor? Ich glaube, so heißt sie. Ja, ich weiß nicht, aber auf jeden Fall, ja, war eine Wunschsendung. Ist eine Wunschsendung, richtig. Sie war ja noch nicht. Haben wir das nicht schon mal alles gemacht? Kronos, Kairos und so? Also, oder was haben wir da, was planst du für die Sendung noch so als Thema? Die Qualität der Zeiten, also vom Wesen, ist es ein Wesen? Natürlich ist es natürlich ein Wesen, ja. Ein Wesen, das zwei andere Wesen, wir werden es am Montag erleben, ich will jetzt nicht vorgreifen. Ja. Darauf wieder Gesprächsabend, Thales von Artus, dann haben wir tatsächlich 4 Sendungen Pause, also wir haben Urlaub, aber Simon, Du hast damit auch Urlaub, weil ich habe erst gedacht, ich nehme das Laptop mit und so, aber ich habe gedacht, nein, ich mache Urlaub. Mhm. Das Ende. Genau. Gut, ich mache Urlaub. Dann starten wir, also am 13.7. haben wir keine Sendung. Dann starten wir wieder am 27.7. mit einem Wochenrückblick und dann kommt eine Themensendung, die Psyche, die gnostische, auch das ist eine Wunschsendung. War auch eine Anregung von einem. Also machen wir da eine Schwerpunktsendung, die Psyche, eine gnostische Sichtweise, habe ich es genannt, weil ansonsten hauen die mich alle, die ganzen Psychoanalytiker, wenn die das auf YouTube entdecken. Ich vergesse ja immer, dass uns ja nicht nur befreundete Menschen. Ja, ja. Dann haben wir die Materie für eine energetische Sicht, habe ich es genannt. Ja, das war eine Idee von mir. Ja. Damit wir auch mal generell die Materie auch mal so unter anderem Blickwinkel einfach betrachten. Ja. Ja. Ich denke manchmal, es sind natürlich auch viele Themen drin, so Studienkreis, ne, die auch in den Heften natürlich irgendwie vorkommen. Ja, aber das heißt nicht, dass wir da nicht vorab eine Sendung machen können. Ich glaube auch, das ist auch immer so viel Material. Ja. Ich habe das ja auch mit Themen, wenn ich mich damit beschäftige und du guckst so komplexe Inhalte in Videos oder so, ne, es ist ja auch auf Seminaren. Für mich ist dann meistens relativ klar, ich mache das Seminar nicht das erste Mal, ich erzähle das ja auch, ich leite das ja und ich mache das ja. Und dann so das Feedback bei der Feedbackrunde kommt dann, boah, viel. Und ich denke mir mal echt, wart ihr zufrieden? War es genug? War es so, also, weißt du? Oder, oh, man hätte noch mehr. Ja. Und meistens sitzen aber und sagen, nee, komm.
Ist gut, es war echt. Ja, apropos Feedback, ich freue mich. Ach nee, ich will. Nee, mach was. Ich freue mich jetzt wirklich drauf. Ich bin sehr gespannt, wie die Mitglieder des Studienkreises auf den zweiten. Erstmal müssen sie auf den ersten reagieren. Studienbrief reagieren. Ja, der erste ist halt war noch, da war ja jetzt nicht sowas überwältigendes. Sag doch nicht, hallo? Ja? Ist ja noch nicht mal draußen. Ja, doch, aber die haben ja den Text teilweise schon gelesen. Teilweise. Ja, ja, aber auf den zweiten freue ich mich richtig, weil da fangen wir nämlich genau mit dem an, worum es da geht. Ja, also ja, gut, man braucht die drei Ebenen des Seins zu betrachten zu allem. Ja. Ja. Ja, was ja das Motto des ganzen Studienkreises ist. Genau, und das ist so die erste Übung. Aber, also ich meine, zu deiner Ehrenrettung jetzt beim ersten Studienbrief, man braucht immer mal eine gewisse Einleitung in irgendwas. Ja, ja. Und die Einleitung zeichnet sich meistens dadurch aus, dass sie nicht den Höhepunkt enthält. Das wäre doof, dann wärst du nämlich am klimatischen Höhepunkt. Nein, es gibt ja keinen Höhepunkt bei uns. Ja, wir werden mal es gucken, wie viele Höhepunkte wir erreichen. Ja, das meine ich. Es gibt keinen absoluten Höhepunkt. Der absolute Höhepunkt ist ein sehr schöner... Das wäre danach nämlich Absturz. Das wäre der absolute Höhepunkt das Gegenteil vom absoluten Nullpunkt? Danach kommt der Absturz. Ja? Nein, es gibt viele Höhepunkte, aber ganz sicher bin ich von überzeugt. Aber das ist so der zweite Rundbrief, das ist so... Ja, das haben wir in zwei, drei Seminaren schon mal gemacht, hier bei uns, und haben sich alle im Anfang etwas schwer mitgetan, bis sie es begriffen hatten, und dann ging es so leichter. Und da bin ich sehr drauf gespannt. Gut, wie gesagt, es ist ja auch teilweise echt wirklich beabsichtigt, weil es auch Seminaren immer sehr komprimiert ist, dass man das über den Studienkreis in etwas längeren, man kann sich die Zeit nehmen dafür, man kann es öfter üben, das soll man alles tun, das ist ein bisschen... Ja, genau. Und da zu unserem ersten Treffen der zweite Studienbrief raus ist, kann man das nämlich schon auf das erste Treffen auch als Übung mit nochmal gemeinsam mit reinnehmen. Der ist dann raus, wenn man sich im Juli bereits angemeldet hat. Wenn man sich im August anmeldet und dann zum Treffen kommt, ist der zweite für denjenigen noch nicht raus. Okay. Ja. Ich will das ja nur vom Ablauf her nur kurz korrigieren. Ja, ja, gut. Wie das ausgeht. Kannst, mach mal weiter. Wo waren wir über die Materie? Kamen wir dahin? Dann haben wir wieder Gesprächsabend Thanos von Artus. Also, das ist ja klar, das ist jeden zweiten Montag im Monat. Dann haben wir noch eine Anastasia-Sendung. Teil 8 ist es diesmal. Also haben wir den Sommer über sozusagen, Sommer, Herbst, Beginn, aber relativ wenig an Themen, Zitaten, Abenden drin. Das kommt im Winter wahrscheinlich wieder mehr. Dann haben wir irgendwie diese Brotsendung nach dem Urlaub, durfte ich die machen. Hat sie geklappt? Ja, bin ich absolut von überzeugt. Dann hast du mir ein schönes Thema gegeben, Werden und Vergehen. Ja, finde ich ein hervorragendes Thema. Kompost. Ja, aber auch der Tod. Kompost, ja. Okay, also werden alles. Und vergehen, also geboren werden und gehen. Gehört alles dazu. Ist ein ganz, ganz, also ich finde, es ist ein sehr schönes Thema, weil wir ja, wie Ulyr mal sagte, ein gespaltenes Verhältnis zum Tod haben, ein falsches Verhältnis zum Tod letztendlich. Ja. Und das kann man ja auch ein bisschen gerade rücken. Dann. Hatten wir jetzt häufiger in letzter Zeit, ich glaube auch wieder bei Klienten, dieses, hattest du auch in der letzten Sendung erwähnt, dieses, okay, was wäre denn passiert, wenn der Tod nicht eingetreten wäre? Welchen Schaden hättest du denn genommen? Ja, ja, ja. Deswegen habe ich dieses Thema auch genommen. Also Werden und Vergehen ist ja alles in der Natur. Mhm. Es gibt ja nichts, ohne dass es abstirbt. Nö, eben, Kompost. Ja. Ja. Ist immer also Kompost. Aber dann hattest du auch einen Vorschlag von dir. Lernen und Kinder wolltest du mal. Kinder und Lernen. Ich wollte das jetzt erweitern auf im Prinzip Lernen, die Großen und die Kleinen. Ja. Wie lernen Menschen? Ja, ja, ist gut. Also da habe ich auf dich auch gehofft. Ach. Bei dem Thema. Wirklich? Ja, natürlich ist das dein Thema. Das hätte ich jetzt gar nicht erwartet. Ich hatte gedacht, du erzählst mir jetzt. Nein, da bin ich raus. Da sitze ich nur dabei und höre zu und gebe mal hin und wieder meinen Senf dazu.
Es ist dein Thema, aber ich habe mir das gewünscht. Ja. Ah, ich muss mal gucken, das muss man ja spannend machen, das Pädagogengequatsche will ja keiner hören. Sondern wir wollen ja gucken, wie es wirklich geht. Ja. Yeah. Und dann habe ich noch, dann sind wir auch mit September durch. Also ich mache es ja immer quartalsweise, dass der September vorbei wäre, dann, also neben den ganzen Wochenrückblicken und so, klar, ne, wir werden es umbenennen vielleicht. Mhm. Judas Evangelium, damit schließen wir dann quasi das nächste Quartal dieses ab Judas Evangelium als Schwerpunktsendung. Spannendes Buch. Ja. Also ganz spannende Geschichte. Unterschätzter Mann. Aber völlig, dem hat man ja ganz Schlimmes angetan eigentlich. Der musste durch das ganz absolute, ich hätte mal die Numerologie, hätte ich gerne. Aber ich habe den Gedanken schon wieder nicht zu Ende geführt. Hätte ich gerne mal gewusst, wie er dieses emotionale Martyrium geschafft hat. Es war ja die emotionale Kreuzigung. Ich habe ja eine, numerologisch gesehen 33, also die 33 hat das Problem im Gegensatz zu 6, dass sie im Endeffekt quasi schon per Definition emotionale Kreuzigungen erlebt, weil sie sich entscheiden muss zwischen öffentlich und Familie, zwischen ganz vielen Dingen, die sich eigentlich ausschließen. Mhm. Ja? Also 33 als Schwingungspotenzial zu sagen, okay, ich kann die göttliche Liebe leben, das beinhaltet die Familie, aber es beinhaltet eben mehr. Das ist manchmal kann einen das kreuzigen. Und ich glaube, dass Judas ähnliche Kreuzigungen erlebt hat, indem er sich entscheiden musste zwischen der Liebe zu Jesu, Liebe zu Jesus. Und zu sich und zu seiner Familie und zu seinem Namen, zu seinem Ruf. Mhm. Das war eine komplett, harte Entscheidung. Ja. Komplett hinüber ist. Mhm. Also auf bis heute, also über Jahrtausende. Ja, über Jahrtausende ist Judas der Böse. Krass, oder? Ja. Ja, ja, also es wird sicherlich auch eine schöne Sendung. Ja. Ja, ja, das sind so die Themen für die nächste Zeit. Ja. Haben wir was gemacht die Woche? Überlegt man gerade. Ich hatte eigentlich gedacht, ich habe echt viel. Ja, wir haben sehr viel gemacht, aber viele so Kleinigkeiten. Ich habe noch ein, muss noch eine konstruktive Änderung vornehmen an der Quelle. Ach, das muss ich auch noch zu Ende machen. Ich muss den Rand noch machen. Wir müssen das, ich werde das aber, glaube ich, nicht filmen, also vielleicht für einen Wochenrückblick vielleicht. Wir haben ja diesen Abfluss gemacht und wir hatten letztens wieder kein Wasser, wo wir alle gedacht haben, jetzt haben wir es doch wirklich gemacht. Ja. Es war ein konstruktiver Fehler, dann hatten wir tatsächlich das erste Mal, wo diese Wassergeschichten waren oder in den Zeiträumen, das erste Mal ein technisches Problem. Das ist das Interessante an der ganzen Zeit. Wir hatten das erste Mal ein technisches Problem. Vorher nie. Und das technische Problem bestand darin, dass wir diesen alten Überlauf, der war halt ziemlich, nicht Überlauf, sondern wirklich Ablauf, muss man sagen. Also es war anders konstruiert früher. Und den haben wir nach oben verlegt. Wir haben den also zugemacht, unten mit einem Rohr versehen und das Rohr nach oben versehen, sodass der Ablauf quasi über dem Zulauf zu unserer Speicherung lag. Oder liegt. Mhm. Und wenn sich das Rohr, das ist aber unten leider, es war so verrostet, das Original wahrscheinlich, dass sich da, es ist nicht mehr komplett drüber stülpbar, das Rohr. Und das musste ich also konstruktiv, will ich das ändern. Ich habe mir einen zwei Stopfen zur Not, zur Sicherheit, zwei Stopfen besorgt. Chemikerstopfen heißen sie, also aus Naturkautschuk, also für diese Erlmeyer-Kolben und so, also leicht konisch. Ich hoffe, dass ich das Maß getroffen habe. Da unten lässt sich das nämlich sehr blöd ausmessen. Und dann kann ich den quasi zumachen. Naturkautschuk, also nicht giftig. Das war natürlich das Prinzip schlechthin. Die sind also sehr teuer im Gegensatz zu den anderen. Die kriegst du hinterhergeschmissen. Mhm. Und dann möchte ich da jetzt ein dünneres Rohr quasi durchbohren und dieses einfach biegen. Dann müsste es im Prinzip komplett dicht sein, so dass wir nie wieder da ein Problem kriegen. Das hat sich halt leicht verschoben. Es funktioniert jetzt gerade wieder mit der alten Konstruktion.
Aber dieses Risiko, dass sich da einfach immer was verschiebt, irgendwie aus irgendeinem Grunde, weil irgendein Stein, weiß ich nicht, sich bewegt, warum auch immer, das frage ich mich immer, warum die sich bewegen, weil da eigentlich keinerlei, ne, das Wasser halt. Es wirbelt ja einfach. Ja. Es wirbelt, es dreht sich, es läuft ständig. Klar, Wasser es ist halt rein. Ständig irgendwas, ja, immer, ist, also ist und manchmal, das Risiko möchte ich nicht mehr eingehen, dass sich das losrüttelt sozusagen und mir dann wieder, es läuft dann einfach, es läuft permanent ab eigentlich, das ist auch gut, weil wir kriegen so viel Wasser rein, dass wir auf jeden Fall immer voll haben. Aber wenn das dann halt passiert, dass es sich leicht verdreht, dann läuft zu viel raus. So, ist einfach das Problem. Und das lässt sich mit dieser Überstülpumpe mal nicht mehr lösen. Ich muss jetzt quasi rein und das dann quasi dicht machen. Das chronisch und dann rein topfen, wie blöd. Ja, kann ich mir jetzt so nicht vorstellen. Aber es spielt auch keine große Rolle. Muss ich noch konstruktiv ändern, hatte ich mir vorgenommen für die Woche. Habe ich aber wenigstens das Material schon mal besorgt. Ja. Und wir hatten ein Interview, wo es um das Thema Wunder ging. Ja, das stimmt. Das hatten wir auch diese Woche noch. Was wir alles gemacht haben. Ja, das wird ein Kongress, gelebte Wunder. Und da bin ich schon sehr gespannt drauf, wenn der gesendet wird. Wir wissen noch nicht, wann es gesendet wird. Ich glaube, das weiß sie selber. Nee, das weiß sie auch selber noch nicht genau. Sie macht gerade all die Interviews, die sie dafür braucht. Und da freue ich mich drauf, weil gelebte Wunder hört sich sehr schön an. Ja. Fand ich auch spannend eigentlich. War ja, so. War ein schönes Interview auch, ja. Ja, wir haben diese Woche sehr viel gemacht, alle. Ja? Und nebenbei immer noch körperliche Arbeit, was so anliegt. Ne? Holz. Naja, also das Holz. mit dem Jäten davon und so, das ist auch körperliche Arbeit. Ja, absolut. Ja. Immer noch mal so ein. Ich muss ja jetzt immer mit zwei Kindern Rasen mähen. Also mit zwei Kindern auf einem Rasenmähertraktor. Das ist super. Ich sehe überhaupt nicht mehr, wo ich hinfahre, weil der eine vor mir sitzt und der andere zwischen meinen Beinen steht. So. Ja, ja. Und ich sehe wirklich gar nicht mehr, ob ich die Spur treffe. Und dann fahre ich manchmal und dann denke ich mir, wie hast du das denn gemacht? Dann sind überall so Streifen noch stehen, weißt du? Doppelt und dreifach drüber fahren, weil ich habe vorher die Spur nicht gesehen. So. Ja. Weil da jemand vor mir war, ja. Ja, ich hätte, wenn man so machen könnte. Genau, ich sollte ja noch was. Wenn das funktioniert. Ja, ich kann das machen, aber da kann ich halt hier nicht sitzen. Aber ich habe das dann quasi über mich geblendet und ich kann jetzt quasi deinen Blog aufmachen. Ja. Und die Bilder darauf, die kam es dir jetzt an. Ja, also ich habe vor einigen Jahren mal, als ich noch in dem alten Haus wohnte, wo ich mit Alf gelebt habe. Da hatten wir ja einen richtig schönen angelegten Garten. Ja. Und ich habe dann hatte mal dann für den Garten Regenblock ein paar lyrische Texte dazu gemacht zu den Bildern. Und ich habe gedacht, das wäre ein schöner Abschluss für heute Abend. Ein paar Sommerimpressionen aus einem Garten. Du presst schon mal in den Kulturteil vor. Ja, genau. Und mit lyrischen Texten dazu, die ich dazu geschrieben habe. Du musst mir halt sagen, wann du wo, bei welchem Bild bist. Ja, das weiß ich jetzt. Es sind immer zwei nebeneinander, die ersten zwei, dann die nächsten zwei. Du hast immer einen dazu, oder was? Ja, ich mache da eine Pause. Dann kannst du sagst mir einfach, was ich tue. Ja, nächstes Bild oder. Ja. Pass auf, setz dich so hin, dass du. Dass ich auch, dass ich zumindest was mitsehe. Ja. Das hier, das ist jetzt Gartenimpression, mein kleines Paradies. Oben diese ersten beiden Bilder, siehst du das? Ja, ich habe jetzt keine Brille auf, aber ich denke, man kann es sehen. Das sind jetzt die ersten beiden Bilder. Ja. Ja? Ja. Je offener wir für all die Genüsse der Natur sind, umso glücklicher fühlen wir uns. Die Geheimnisse der Natur sind von einer unergründlichen Tiefe. Es ist uns Menschen gegeben, diese zu ergründen. Jetzt kannst du die nächsten beiden Bilder. Genau. Jetzt steht jetzt hier auch immer. Das stört dich jetzt nicht. Oder? Nein, ich lese vor. Wenn wir vom Blütenduft überwältigt werden, wenn uns beim Betrachten des Kompost warm wird, wenn wir zu den Bäumen sprechen und sie uns antworten, wenn wir damit beginnen, alle Wildkräuter als unsere Freunde zu betrachten, dann beginnen wir zu begreifen, was Natur wirklich für uns bedeutet.
All unser Behagen ist vom Wechsel abhängig. Tag und Nacht, Frühling, Sommer, Herbst und Winter. Je offener wir für all diese Genüsse sind, umso intensiver erleben wir unser irdisches Sein. Betrachte das Leben einmal aus einer anderen Perspektive. Das Ungewöhnliche erkennst du nur, wenn du bereit bist, deine Sicht auch einmal zu ändern. Genieße die Pole der Natur, Licht und Schatten, Nässe und Trockenheit, Wachsen und Welken, geboren werden und sterben. Wir sind dazwischen. In der Natur kommen wir Ruhe und Gelassenheit, Einssein mit der Schöpfung. Erkennen wir den Reichtum, den die Natur uns schenkt. Ihre verschwimmenden Strukturen sind wie unser Leben. Es ist alles vorhanden. Wir müssen nur lernen, in die Tiefe zu schauen. Natur ist ein Wunder, so wie das gesamte Universum. Doch das größte Wunder heißt Leben. Ja. Ja, ich hätte sie dir, aber das hätte ich früher wissen müssen. Ja, und dann das war eine ganz kurzfristige Entscheidung. Hättest du die einzelnen reintun können? Dann hätte ich die einzelnen reintun können. Ja. Aber ich habe ja bis kurz, ich denke mir das ja immer, also mein Tag, ich gebe viele fleißige Menschen da draußen, das glaube ich, und ich glaube, ich bin gar nicht der fleißigste von allen, aber ich habe wirklich den ganzen Tag immer was zu tun. Und ich gehe ja dann teilweise wirklich so um 10 vor 7 ziehe ich mich mal um, damit ich um 7 in der Sendung sitzen kann. Yeah. So, weißt du, und das ist, und ich muss das alles vorbereiten, vorher im Kopf. Und wenn du dann kommst mit, da muss noch praktisch was erledigt werden, dann denke ich, oh. Ja, ja. Das ist aber, ja, da muss ich nochmal ran. Das muss ich dann vorbereiten, wenn ich solche Bilder dann irgendwo einfügen möchte. Das muss ich dann schon im Programm. Ich kann deinen heutigen Stress sehr gut nachvollziehen. Ich kam tatsächlich ja auch irgendwie in Stress, weil die Luisa ist mit den anderen Kindern einkaufen gefahren, aber dein Amadeus blieb hier. Und dann habe ich mich um an Amadeus gekümmert, weil du ja oben noch am Holz was gemacht hast. Ich muss halt diesen Weg irgendwann frei. Ja, der Weg musste frei gemacht werden. Also ist frei, aber ich muss es ja auch immer mal wegschaffen. Ja, ja, und so, und genau. Ja. Und irgendwann gucke ich auf die Uhr und denke, es war 5:30, ja, und ich hatte noch, war dran, ich hatte noch meine Gartensachen alle an, ja, ich musste noch was essen vorher und habe auch gedacht, jetzt wird's aber eng. Dann habe ich dein Amadeus vor dem Computer geparkt und ich wusste mir nicht anders zu helfen und habe ihm einen kleinen Kinderfilm angemacht. Was soll ich sagen? Unpädagogisch. Nö, der Medienpädagoge ist okay, manchmal. Ja. Manchmal geht der. Okay, aber da konnte ich in der Zeit mich waschen, mich umziehen, mir was zu essen machen und dann bin ich mit ihm wieder raus und dann hörte er den Traktor und dann war aus, dann war ich abgeschrieben. Ja, dann ist das halt immer, dann muss ich halt immer... ja, ich hatte das früher schon, dass ich mir teilweise... Dann war ich ja fast fertig und dann musstest du ja erst noch das fertig machen und dann noch hattest du den Amadeus ja auch noch dabei. Ja. Das ist halt immer das Ding, wenn man, ich meine, bei Amadeus geht es ja, weil er jetzt alt genug ist, weil es war früher teilweise so, ich mir dachte, ich bin echt der einzige der Mensch auf der Welt, wahrscheinlich der schwerste Forstarbeit mit einem Zweijährigen machen muss, weil es nicht möglich war, ihn davon abzuhalten, zu mir zu kommen. Ja, der will das. Ich mein, unbedingt, ja. Alle jetzt gerade irgendwie wieder, ja. Ne, bis das aber bald, dann steht er da extrem. Und denkt sich, ich stehe hier, Papa. Ja, ja, also ich wollte hier mit ihm bleiben, es ging nicht. Ich weiß. Es ging nicht. Alles gut, kriegen wir hin. Ja. Gut, also dann sehen wir uns am Sonntag und dann am Montag zum, was haben wir gesagt, Zeit, das Wesen der Zeit. Mhm. Und wenn ihr zu dem Konzert wollt, was ich euch empfehlen würde, wir haben nur 50 Plätze, E-Mail schreiben. Anmelden. Ja. Open Air im August, wenn ihr gerade im Urlaub seid, schade. Wenn ihr aber im Urlaub seid und ihr seid zu Hause, wäre es vielleicht eine gute Möglichkeit, ein Wochenende
im Kursdorfer Hotel, sonst irgendwo zum Wandern und man konnte dann hier auf dem Festival vorbei, etc. Ja, yeah, genau. Wir feiern das Leben, habe ich es genannt, weil so finde ich ja, das. Ich finde ja, wenn man vedisch sagt, dann muss man sagen, wir feiern das Leben. Ja, es geht sehr nur noch, schön. Es geht, vedisch ist das Leben. Ja. Yeah. Für das Leben. Yeah. Lilith, die Leben. Alles klar. Ja. Schönen Abend. Schönen Abend. Schönes Wochenende.